Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es um das Victorinox Swiss Champ. Das ist so ziemlich das Flaggschiff von Victorinox und ich habe das Messer jetzt seit über einem Jahr immer dabei, also praktisch jeden Tag. Es gibt natürlich auch mal Situationen, wo man es nicht dabei hat, selten, aber grundsätzlich glaube ich, dass ich da schon einiges drüber sagen kann. Und das möchte ich mal in diesem Langzeittest bzw. Vorstellung machen. Erstmal möchte ich euch die Tools vorstellen. Da gehen wir mal erstmal die Vorderseite von. Also wenn man so guckt, dass der Ring oben ist, rechts nach links. Da haben wir hier die große Klinge. Dann haben wir auch noch die kleine Klinge, also die große Klinge ist natürlich klar, benutzt man für alles Mögliche. Die kleine Klinge war früher zum Radieren, da hatte man dann hier das Blatt und dann hat man so darauf etwas wegradiert. Kann man aber für jede Menge Sachen nutzen, vor allem zum Pakete öffnen oder Briefe öffnen, wo die Klinge nicht so weit reingehen darf. Dann haben wir als nächstes Tool die Feile. Und die Metallsäge, die hier unten dran ist, und dazu noch so ein Teil zum Nägel sauber machen. Die Feile, also das ist eine feine Feile hier und eine grobe Feile auf der anderen Seite, die ist relativ gut. Also die kleine hier, die kann man schön auch zum Beispiel als Nagelfeile benutzen, die grobere so als Metallfeile, kann man Metall, Holz, alles mit feilen. Dann die Säge, mit der habe ich schon mal ein Schloss aufgesägt, sägt auch relativ gut. Es ist jetzt natürlich nicht der Wahnsinn, aber ist völlig in Ordnung. Das Nageltool ist auch solide, ist halt nichts Besonderes, funktioniert eigentlich praktisch alles, was eine Spitze hat. Dann die Säge, ganz normal, 91 mm Säge, ist eine sehr gute Säge, sägt relativ schnell. Manchmal hier ein bisschen hole ich mal eben Stock und säge ich mal einen durch. Einen kleinen Test. Also hier haben wir einen Stock. Die Säge arbeitet auch auf Druck und Zug. Nicht so einfach vor der Kamera. Wenn ich jetzt diesen einen Stock hier so festhalten muss, und dann hat man den nicht so stabil. So, jetzt ist er aber durch. Man sieht hier hoffentlich, wenn die Kamera fokussiert. So, das Schnittbild ist sehr sauber. Wenn man ordentlich schneidet, schneidet die Säge relativ schnell. Alles super. Hinten gibt es noch die gerade Kante. Das habe ich natürlich gerade jetzt mit Feuerstahl nicht dabei, weil ich heute eine andere Hose anhab. Und grundsätzlich kann die Säge aber hinten, weil die einen scharfen Rücken hat, Feuerstahl anreißen. Dann kommen wir zum nächsten Tool. Viele sagen, das ist unnötig. Ich sehe es nicht so. Das ist ein Fischentschupper. Dann hier zum Angelhaken entfernen, glaube ich, irgendwie. Das weiß ich nicht so genau, weil ich kein Angler bin. Und dann kommt das, was ich hierfür brauche. Hier in Zoll, da in Zentimeter. Jetzt sieht man es. Einen Maßstab, also 17 mehr ist jetzt nicht so viel, aber grundsätzlich schon mal ganz schön. Und hole ich nochmal raus. Kante hier ist natürlich auch gerade und da kann man auch an der geraden Kante was zeichnen, wenn man irgendwas zeichnen will. Dann kommen wir zum nächsten Tool, die Schere. Benutze ich sehr gerne. So, jetzt geht ganz schnell wie eine Dorne. So, also ohne Probleme. Die schneidet durch alles durch. Also, ob jetzt eine Dorne, ich habe damit auch schon. Ich mache die mal eben sauber.
damit auch schon Stoff geschnitten, Papier, alles mögliche, alles super, schärft sich selber nach, sehr schön zu bedienen, ist jetzt nicht die größte, aber ist sehr effektiv. Ich persönlich benutze diese Schere am liebsten von allen Scheren, die ich habe, weil sie einfach scharf ist und schön aneinander herschneidet. Damit kann man wirklich alles schneiden, was jetzt nicht unglaublich groß ist, also sehr schön. Dann kommen wir noch zu einem anderen Tool. Jetzt habe ich natürlich die Feder hier, die ist mir kaputt gebrochen. Jetzt muss man das halt so öffnen und schließen, das geht auch. Normalerweise ist da eine Feder drin, die das automatisch macht, aber weil ich das Teil halt oft benutzt habe und oft mit der Zange herumgespielt habe, ist die Feder leider abgebrochen. Die Zange ist jetzt nicht besonders groß, aber durchaus in Ordnung. Hier vorne kann man natürlich fein was packen, dann hat man hier auch das Große. Das kann man auch in so Schraubenschlüsselköpfe bis 13 kommt man gut noch rein. Und dann haben wir hier noch, habe ich auch schon benutzt, einen Drahtschneider hier. Funktioniert auch, darf halt nicht der dickste Draht sein. Und hier haben wir noch so ein Biegeelement, auch für Elektriker. Ich weiß nicht, wie man das genau nennt, aber funktioniert auch, habe ich auch schon benutzt. Dann kommen wir zum nächsten. Das ist der Kreuzschraubenzieher. Habe ich auch schon viel benutzt. Ich weiß gar nicht, ob man das so genau sieht. Ja, sehr gut, also ist relativ dick. Kann man auch dünne Schrauben mitmachen, aber halt auch relativ dicke. Also funktioniert sehr gut. So kann man die mit dem Schraubenzieher drehen, oder wenn man richtig viel Kraft braucht, kann man so mit dem langen Arm drehen, funktioniert super. Dann haben wir noch die Lupe, brauche ich relativ wenig, funktioniert aber sehr gut. So. Und ist jetzt nichts Besonderes, aber wenn man jetzt nicht so gute Augen hat, ich habe relativ gute Augen, braucht man die halt vielleicht öfter mal. Beziehungsweise auch in Verbindung mit einem anderen Werkzeug, hier Pinzette. Die stelle ich euch gleich nochmal vor. Wenn man irgendwas rauszieht, dann kann man die Lupe auch mal gebrauchen. Dann kommen wir zum nächsten Tool. Auch ein sehr oft genutztes Tool, leider schon ein bisschen zerkratzt. Der Flaschenöffner mit großem Schraubenzieher und Kabelabisolierer. Hier unten habe ich den Kabelabisolierer, habe ich tatsächlich schon sehr oft benutzt. Funktioniert einwandfrei, brauchen viele nicht, aber ist natürlich geil, dass sowas dran ist, weil da eben das Ding reinschneiden ist eine kleine Sache, kostet keinen Platz, aber ist für mich sehr nützlich. Hiermit habe ich auch schon gehebelt, funktioniert alles super, sehr geiles Teil. Dann haben wir noch den Dosenöffner, habe ich auch schon getestet, funktioniert auch einwandfrei. Und hier vorne haben wir noch mal einen kleinen Schrittschraubendreher, der funktioniert auch. Also ich habe schon praktisch alle Tools gebraucht, bis auf die Lupe. Die habe ich jetzt nicht wirklich gebraucht, kann ich mich jetzt nicht erinnern. Kann aber auch sein, dass ich sie, doch, ich habe sie schon mal benutzt. Einmal, also wirklich brauchen nicht, aber sonst ist der Platz halt frei. Dann kommen wir mal zu den Teilen hier außen. Die Pinzette habe ich euch ja gerade schon gezeigt. Die ist für mich eins der nützlichsten Tools hier am Swiss Champ, weil man diese Pinzette für jede Menge Sachen benutzen kann. Ich hatte zum Beispiel jetzt letzte Woche eine Zecke, habe ich mir damit rausgezogen, und auch an den Hunden und Katzen kann man die super rausziehen, die Zecken hiermit. Splitter, was man im Wald öfter mal hat, kann man hiermit auch super rausziehen. Also meiner Meinung nach sollte man immer, man rausgeht, eine Pinzette dabei haben, und da ich eh immer einen Victorinox dabei habe, also meist das Swiss Champ, beziehungsweise oft auch noch ein zweites oder ein drittes, habe ich immer eine Pinzette dabei, sehr nützlich, kann man euch echt nur empfehlen, funktioniert sehr gut, also greift schön, ja. Greift schön die Pinzette, ja. Dann kommen wir zum nächsten Teil, was hier außen ist. Und zwar ist das der Zahnstocher. Habe ich auch schon oft gebraucht, wenn man was zwischen den Zähnen hat. Zahnstocher macht Sinn. Also einige packen sich da auch dann Feuerstahl rein. So einen Mini-Feuerstahl kann man machen. Nichts für mich. Ich habe da lieber einen Zahnstocher drin und dann den Feuerstahl separat.
Dann noch ein Kuli, habe ich auch schon sehr oft gebraucht. Kann man gut mitschreiben, ist jetzt nicht der längste, aber hier in den Multifunktionshaken, früher auch Pakethaken genannt, kann man hier reinpacken den Kuli und dann hat man das ganze Messer mit Kuli. Also Kuli auch sehr gut, wenn man kurz mal was unterschreiben muss oder so. Dann kommen wir auch schon zur Hinterseite, fange ich mal hiermit an, der Multifunktionshaken. Für mich auch ein sehr nützliches Tool, wenn man zum Beispiel Einkaufstüten hat in der Stadt, kann man die damit tragen. Früher war es auch so gedacht, um damit Pakete zu tragen. Dann natürlich zum Schraubenzieher einklemmen, man kann damit auch gut Knoten öffnen und so weiter und so weiter. Also da gibt es jede Menge Sachen, die man damit machen kann. Könnt ihr auch mal bei Felix Imler vorbeischauen, der erklärt das alles, verlinke ich euch mal. Der ist nochmal ein viel größerer Victorinox-Fan als ich, hat auch ein Buch dazu rausgebracht und gibt Kurse und der hat zu jedem Werkzeug mehrere Möglichkeiten, aber ich habe den Haken auch schon für vieles gebraucht, aber da gibt es so viel. Dann noch mal den Minischraubenzieher, wenn man das vielleicht sieht, der ist schon ein bisschen verbogen, weil ich damit gehebelt habe. Sollte man nicht übertreiben, also ich habe mit voller Kraft gehebelt, das war klar, dass das passiert, aber gut. Ja, ist halt ein Minischraubenzieher. Dann haben wir hier noch den den Stechbeitel. Einseitig eingeschliffen, kann man was mit rausstechen. Habe ich auch schon benutzt, funktioniert auch gut. Man hat natürlich nicht das, wo man hier drauf kloppen kann, wirklich, aber es funktioniert, also ist schön, dass es dran ist. Dann jetzt noch hier den Korkenzieher, meiner Meinung nach ganz gut. Es gibt natürlich Leute, die sagen, sie wollen den Philips-Schraubendreher, den habe ich aber hier, insofern habe ich da gerne einen Korkenzieher dran. Habe ich auch schon benutzt, funktioniert auch ganz gut, ist natürlich immer so ein bisschen so, musst den halt nehmen und so die Weinflasche aufziehen, da brauchst du relativ viel Kraft, aber funktioniert. Dann haben wir hier die kleine Nadel noch drin, im kleinen Loch. Die ist auch sehr nützlich, habe ich schon oft gebraucht, zum Beispiel zum Blasen aufstechen. Auch Outdoor ein sehr wichtiges Teil. Und dann haben wir noch hier, hoffentlich zeigt die Kamera das, hier noch den ganz kleinen Schlitzschraubendreher, der passt hier in den Korken rein. Für Brillen oder so, oder für, die funktioniert auch für Philips-Schrauben, für ganz kleine Sachen, wenn man, keine Ahnung, irgendwo Schrauben aufschraubt von einer Fernbedienung oder sowas, funktioniert das. Gibt es mittlerweile auch mit andersfarbigen Köpfen von Victorinox noch eine Nadel, das werde ich mir auch nochmal holen. Gibt es so ein Vierer-Set, ist das glaube ich, eine Nadel, einen Philips-Schraubendreher und einen Torx in ganz klein. Finde ich auch ganz geil, kann man sich auch noch besorgen als Zusatz. Dann haben wir noch als letztes Tool hier die Nähstech- und Bohrahle. Funktioniert auch gut, kann ich euch auch mal in Praxis zeigen. Muss ich nur erstmal wieder etwas finden, hier den abgesägten Ast. So. Und die Ahle funktioniert sehr gut, also kann man auch mit nähen, sehr grob. Aber falls man in einer Survival-Situation ist, komme ich gleich auch noch drauf, kann man damit mal eben die Hose nochmal zusammennähen. Provisorisch. Oder irgendwie sowas. So. Bin ich gleich auch schon durch. Also diese Ahle kann man auch sehr multifunktional nutzen. Nicht nur zum Bohren. Auch noch für vieles anderes. So. Na, langsam müsste ich durch sein. So. Das ist hier ein Magic Moment. So. Jetzt könnte ich natürlich, wenn ich hier Paracord dabei habe, hier diesen Ast irgendwo mit verbinden, wenn ich das muss.
So, ich kann natürlich die doppelte Dicke von dieser Aale machen, weil ich ja von beiden Seiten reinbohren kann. Ist jetzt auch ein bisschen warm geworden. So, hoffentlich. Ja. Muss noch einmal leer machen. So. Und ich kann mal durchgucken. Jo. Also, ne, Stech- und Bohraale funktioniert auch sehr gut. Dann haben wir noch, wird bei Victorinox auch als Funktion gezählt, diesen Ring. Finde ich sehr gut. Denn an diesem Ring, ich habe da jetzt kein Lanyard dran, hatte ich mal, aber brauche ich nicht, kann man das Victorinox ganz gut ziehen. Und dann kommen wir mal zur Aufbewahrungsweise. Ich habe, muss ich erstmal holen, eine Tasche von Victorinox. Ist sogar die Nummer drauf eingeprägt. Vom Sysstamp weiß ich die nicht. Ich meine, das 1. Könnte 0235 sein, aber ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Die ist jedenfalls 4.0535. Passt auch an die meisten normalen Gürtel, jetzt an eine dicke Koppel nicht. Aber an normalen Gürtel ja. Ich packe es immer so rein, dass das außen ist. Passt super rein. Sitzt stabil an der Hose. Meistens trage ich es auch am Holster. Oder in der 5. Hosentasche. Und ja, das kann ich auch sehr gut empfehlen. Das passt super in die 5. Hosentasche, weil das Messer ja auch so dick ist. Ist das relativ stabil da drin. Ich hatte es schon einmal verloren gehabt. Das habe ich dann aber zum Glück wiedergefunden. Ja, und das ist die 2. Aufbewahrungsmethode. Eine Hosentasche kann ich nicht wirklich empfehlen. Höchstens mit einem Victorinox Clip. Es gibt auch so China-Clips, die packt man dann hier dran, kann man das in die Hosentasche packen. Aber so in die Hosentasche ist das relativ doof. Das Messer ist auch relativ schwer, kann dafür aber auch vieles. Und ich persönlich würde sagen, das Messer ist ziemlich für vieles geeignet. Also erstmal natürlich als EDC, dann auch als Survival-Messer. Bushcraft nicht so wirklich, da nimmt man ja immer das mit, was am besten passt, beziehungsweise 3-4 Messer. Ich mache noch mal ein paar Feathers, um euch zu zeigen, wie die Klinge ist. Die Klinge, kann ich auch noch mal kurz drauf eingehen, ist sehr dünn ausgeschliffen, ganz einfacher Stahl, vergleichbar mit dem 440C, meine ich, könnte auch 440B sein. Aber jetzt kommt das Besondere, Victorinox hat eine Härtung. Wie die das genau machen, weiß man nicht, Betriebsgeheimnis. Und dadurch ist der Stahl schön schnitthaltig, kann man schön fein ausschleifen. Der ist vor allem, und das muss ich wirklich sagen, so ein S30V ist da nichts gegen, sehr zäh. Das heißt, wenn man kurz mal irgendwo drankommt, hat man nicht sofort einen Ausbruch. Und der Stahl lässt sich auch super leicht nachschärfen. Also meiner Meinung nach einer der besten Messerstähle, denn der Stahl ist einfach in allem einigermaßen in Ordnung. Ist nicht super, aber in irgendeinem Bereich. Aber es ist halt dieses Mittelding, was man meiner Meinung nach braucht. Meiner Meinung nach braucht man nämlich nicht irgendwas Gutes in irgendeinem Punkt, zum Beispiel Schnitthaltigkeit, sondern in allem einigermaßen in Ordnung. Das ist viel wichtiger. Ich habe jetzt hier mal einen Stock. Ich weiß nicht, was das ist für ein Holz. Laut der Rinde könnte es Haselnuss oder Buche sein. Aber ich weiß es auch nicht. Das kann ich jetzt diesmal nicht genau sagen. Und nochmal, um nochmal darauf einzugehen, wieso ich denke, dass das hier ein Survival-Messer ist. Erstmal, Survival-Messer ist immer das Messer, was man gerade dabei hat. Und dieses Messer hier ist sehr multifunktional. Und beim Survival-Gedanken ist es immer wichtig, was zu haben, was multifunktional einsetzbar ist. Und das ist dieses Messer hier auf jeden Fall. Man kann damit schnitzen, man kann damit Locken machen. Guckt euch, wie gesagt, Felix Immler an. Ist der alles mit so einer normalen 91mm Klinge macht, die zwar nicht verriegelt, aber damit kann man fast alles machen. Man kann damit auch batonieren. Locken fallen hier leider runter. Ich versuche es nochmal hier. Indem man einen Keil schnitzt und den dann zum Batonieren verwendet.
Also das Messer ist wirklich für fast alles einzusetzen. Hier die fallen leider immer runter. Es gibt fast nichts, was das Messer nicht kann, weil es halt so multifunktional ist. Ich hätte mir noch gewünscht, und da werde ich auch noch mal gucken, ob ich mir das Cyber-Tool hole. Ich hätte mir noch mal gewünscht, dass da irgendwie ein Torx dran ist, weil ich doch relativ oft Torx brauche. Aber ist halt leider nicht dran. Das Messer gibt es halt auch schon lange. Und damals war Torx noch nicht so verbreitet wie heute. Heute ist ja praktisch überall Torx. Ja, das fällt immer wieder runter. Aber ihr seht, die Locken sind sehr schön. Nur noch mal ein anderes Stückchen. Hier habe ich im letzten Video auch schon Locken dran gemacht. Jetzt nämlich schnitze ich die mal ab. Hier mal so einen dicken Ast durchschnitzen. Geht, gar kein Problem. Dann mal auf der anderen Seite ein paar Locken machen. Ja, und insgesamt ist das Messer halt für sehr viele Sachen geeignet. Und man denkt immer, das Messer so dick ist, dass es schlecht in der Hand liegt. Es liegt jetzt nicht perfekt in der Hand, aber man kann jetzt auch nicht sagen, dass es wirklich schlecht in der Hand liegt. Man wundert sich beim lange damit arbeiten tatsächlich, wie gut es in der Hand liegt. Das ist nämlich gar nicht so schlecht. Also beziehungsweise ist relativ gut. Natürlich liegt jetzt Beispiel, muss ich mal eben rausholen, das Mora Garberg liegt viel besser in der Hand. Ist aber auch klar, ist ein Fixed, hat aber auch nur eine Klinge und das war's. Also ist lange nicht so multifunktional. Und dieses Messer ist halt super zum immer dabei haben. Es ist relativ schwer, ja, aber für mich ist das nicht wirklich so ein Kriterium. Ich habe damit kein Problem, aber dieses Messer kann halt sehr viel. Und man kann damit vor allem, was besonders wichtig ist, durch die Pinzette zum Beispiel Zecken entfernen, was auf jeden Fall sehr wichtig ist. Man kann damit auch durch die Lupe, wenn man es kann, Feuer machen. Natürlich auch mit dem Feuerstahl, weil man eine scharfe Kante hat. Also das Messer ist schon sehr multifunktional einsetzbar. Und auch als EDC kann ich es nur empfehlen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Messer. Ich denke mal, das ist ein Messer, was ich noch immer dabei haben werde. Wie auch schon im letzten Video gesagt, was ich noch vererben werde. Also das Messer ist wirklich super. Und oh, jetzt sind mir die ganzen Locken runtergefallen. Jetzt versuche ich mal, die noch zu kriegen. Hier sind sie. Und dieses Messer ist wirklich sowas, wo ich sage, das kann man überall mit hinnehmen. Nicht verriegelte Klinge, Zweihandöffner. So, man kann es auch mit einer Hand öffnen. Ich kann es mal versuchen. Aber, naja, also, ja, ich kann es, aber jetzt so auch nicht. Aber das ist eigentlich praktisch, kann man da nicht sagen, von wegen es nicht 42A-konform. Es tut fast alles. Natürlich kann man hiermit nicht hacken. Also, doch, man kann hiermit hacken. So, hier. Mache ich jetzt aber nicht weiter, weil manchmal mit Messer mit kaputt. Also, ja, wirklich hacken kann man nicht. Aber zum Beispiel hier, auch das kommt jetzt nicht vom Hacken jetzt gerade. Die Klinge hat so ein ganz, 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 ganz kleines bisschen Spiel bekommen. Nach einem Jahr benutzen. Und ich benutze das Messer wirklich jeden Tag, mehrmals. Aber gut, damit kann ich leben. Aber nochmal hier, hoffentlich sieht man das. Das Messer rasiert auf jeden Fall. Mal so versuchen. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ne, sieht man nicht. Jedenfalls, also das Messer rasieren, Messer scharf zu kriegen, relativ einfach, gut wieder scharf zu halten. Und auch, was ich liebe, was für mich ganz wichtig ist, Schleifkerbe. Es hat eine Schleifkerbe.
Man kann hier vorne auch da noch dran fassen, wenn man noch etwas mehr Sicherheit haben will, muss ich nicht. Aber es ist trotzdem auf jeden Fall sehr schön, das Messer. Es gibt von mir fast nichts zu meckern. Also es gibt natürlich immer Sachen, die Geschmackssache sind, aber es ist einfach ein super Messer, super konstruiert, bewährtes Produkt und man kann es sich vor allem auch modifizieren. Das heißt, es gibt neue Schalen, zum Beispiel von Daily Customs, Titanschalen, obwohl ich davon nicht so viel halte. Es gibt das Swiss Champ in verschiedenen Farben. Ich habe jetzt rot, weil ich ein sehr klassisches Swiss Champ haben wollte. Ich wollte so das klassische Schweizer Messer haben, weil ich das einfach schön finde. Zurzeit stehe ich so ein bisschen, beziehungsweise auch schon länger, auf klassische Messer. Zurzeit, jetzt ist so meine Marke, ich habe immer so eine Marke, die ich sehr gut finde. War mal Coldsteel, war mal Tops, Victorinox immer schon, wird es auch immer bleiben. Aber so, was man so gerade am schönsten findet zurzeit, ist GEC. Muss ich mal gucken, was ich mir da holen werde. Aber so Victorinox, das, die Messer, die haben einfach ihren Charme. Und zum Beispiel das Messer, wenn ich das irgendwo raushole, keine Ahnung, in der Innenstadt, da sagt niemand was. Da sagt niemand, oh, du hast aber ein gefährliches Messer. Wenn ich jetzt das hier rausholen würde, ist natürlich auch nicht 42a konform. Sagen wir mal, ich wäre in Österreich, würde das hier rausholen. Da würde jeder schon sagen, oh, das flippt aber. Das ist aber wahnsinnig gefährlich. Aber beim Victorinox, da weiß einfach jeder, dass das nicht gefährlich ist. Wenn ich das hier raushole und mit zwei Händen öffne und deswegen hat das auch diesen Vorteil der Sozialverträglichkeit. Das Messer ist einfach unheimlich sozialverträglich und deswegen ist das auch wieder ein Vorteil. Natürlich ist das Messer als Kampfmesser relativ schlecht geeignet. Das macht aber auch die Sozialverträglichkeit natürlich aus. Ja, wenn man jetzt in einen Kampf kommen würde, kannst du damit relativ wenig anfangen. Also, man kann natürlich hier hinten die Stechenbohrer mit zwei Händen öffnen, was auch sehr schnell geht. So, und dann das so nehmen und dann so, wenn man das sieht. Und dann dem eine reinhauen und dann geht das 0,5 cm in den Körper rein und wahnsinnig tactical. Also das Messer ist tactical-mäßig praktisch scheiße. Ja gut, aber das macht es halt auch unheimlich sozialverträglich. Und da kann auch keiner sagen, du hast aber eine Waffe dabei. Ist halt keine. So, das ist halt wirklich so ein Messer. Ich würde es jetzt zwar keinem kleinen Kind geben, weil es halt dick ist, aber es ist trotzdem ein Messer, was man einfach überall hin mitnehmen kann, wo niemand was sagt. Flugzeug auch schlecht, aber ansonsten ist halt unheimlich sozialverträglich, was ich sehr geil finde. Und es gibt halt einfach fast nichts. Es gibt Leute, die sagen, dass sie dieser Ring stört. Kann man abflexen, kein Problem. Es gibt halt praktisch nichts, was man so sagen kann gegen dieses Messer. Es gibt dann auch Leute, die sagen, sie brauchen dieses Tool hier nicht. Gut, ich brauche es wohl. Es sind auch mehrere Funktionen dran, also meiner Meinung nach richtig, dass sie es dran gebaut haben. Es gibt dann auch Leute, wie zum Beispiel ich, die sagen, ich brauche die Lupe nicht wirklich. Aber es kann ja passieren, dass ich sie mal brauche. Also besonders jetzt in der Survival-Situation ist relativ wahrscheinlich, dass ich sie brauche. Also bin ich froh, dass ich da dran habe. Und es ist zum Beispiel auch durch die Zange hier auch ein bisschen so wie ein Multitool. Also so wie ein Zangen-Multitool, wo dann in den Griffen alles drin ist, nur dass halt viel besser in der Hand liegt. Also ich bin damit wirklich sehr zufrieden, kann es nur empfehlen. Also wer kein Swiss Champ in seiner Sammlung hat, kauft euch ein Swiss Champ. Da könnt ihr praktisch nichts falsch machen, es sei denn, ihr seid immer nur in Unterhose unterwegs und euch zieht das Messer so runter, dann holt euch ein kleineres, aber also Handyman ist eine Stufe kleiner, das heißt keine Lupe, kein Philips und das hier auch nicht, glaube ich.
Weiß ich aber auch nicht. Ich habe den Handy mehr nicht. Brauche ich nicht. Ich habe das große. Holt euch ein Huntsman, keine Ahnung, irgendwas Kleineres. Also Huntsman hat nur die normale Säge. Wenn ich sie kriege, normale Säge und die Schere. Und ansonsten hier die üblichen Verdächtigen und Klingen. Aber so bei so einem Victorinox grundsätzlich aus dieser Reihe, sage ich mal, 91 mm, da kann man praktisch nichts falsch machen und desto größer, desto besser, meine Meinung. Also das Messer ist praktisch für alles gut. Man kann es überall hin mitnehmen und es sieht meiner Meinung nach auch sehr gut aus. Also keine Sachen gegen dieses Messer. Natürlich kann man auch noch, was ich noch sehr schön fände, mal von Victorinox aus eine Klinge machen. Jetzt mal mit einem High-End-Stahl. Keine Ahnung, Victorinox ist ja immer rostfrei. Das heißt, man macht dann halt direkt den S90V, der ist rostfrei. Kann man mal auflegen, eine Version. Würden sich wahrscheinlich auch einige kaufen. Jetzt M4 oder sowas, was da nicht rostfrei ist, halte ich für relativ sinnfrei in einem Victorinox. Das passt einfach nicht zur Marke. Fände ich auch noch mal ganz geil. Es gibt aber auch Sondereditionen mit Damast, glaube ich. Aber der Damast ist jetzt nicht, ist ja nicht das Beste, was es gibt. Also man könnte noch mal K93, M93, die müssen auch relativ rostfrei sein. S90V, S110V, das meine ich auch relativ rostfrei. Das könnte man nochmal auflegen. Ich brauche es nicht. Es gibt Leute, die es lieber haben. Aber ansonsten von mir aus keine Kritik. Alle Sachen sind gut verarbeitet. Nichts hat Spiel. So ein Victorinox hält ewig. Wenn es ein Problem gibt, gibt es einen super Service. Also es gibt natürlich die Garantie. Es gibt keine Bedenken, dass man es zurückgeben kann. Es gibt von Victorinox so eine Werkstatt. Wie es genau heißt, weiß ich nicht. Da kann man das Messer einschicken. Die restaurieren das wieder nach 20 Jahren Benutzung und machen da zum Beispiel neue Schalen drauf. Obwohl ich finde, dass die Schalen relativ gut halten. Hier sind natürlich Kratzer drauf. Mich stört das nicht. Ist halt ein Messer zum Benutzen. Ist kein Messer für die Vitrine. Und das macht einfach Victorinox auf und ich kann euch nur raten, holt euch kein Fake, holt euch kein Caesar oder wie sie alle heißen. Für mich ist sowas alles nicht so hochwertig wie ein Victorinox. Vor allem die Fakes sind für mich alle Müll, egal wie billig die sind. Das Messer kostet zwischen 60 und 80 Euro. Kommt drauf an, wo man guckt. Und wer sagt, ich habe keine 60 bis 80 Euro für ein Messer und muss mir irgendein China-Fake kaufen, sollen sie es machen. Aber für mich sind diese Leute keine vernünftigen Messerkäufer, denn damit unterstützt man keine vernünftigen Marken und Arbeitsplätze, sondern irgendwelche Fakes in irgendeinem Hinterweltschuppen. Und das finde ich persönlich nicht gut, dass irgendwelche Leute sich das einheimsen, das Geld nur von den Ideen von anderen sowas nachmachen. Das finde ich persönlich sehr scheiße. Also holt euch das Offizielle in einem offiziellen Shop. Könnt ihr auf der Victorinox-Seite gucken, wo Shops sind. Sind praktisch überall. Es gibt zum Beispiel einen ganz besonderen in Köln. Hat natürlich die UVP-Preise. Also kann man auch billiger kriegen, aber da kann man sich praktisch alle Victorinox-Messer angucken. Kann ich euch nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Ich war mal da, echt der Wahnsinn, alle Messer zu sehen, die Victorinox so hat. Das ist so praktisch das Paradies für Victorinox-Fans. Sind natürlich die Limited Editions, nicht alle, aber grundsätzlich relativ geil. Und ich kann euch nur raten, holt euch dieses Messer und ihr werdet auf jeden Fall glücklich damit, kann ich euch garantieren. Und wenn ihr vorher wisst, dass es euch zu schwer ist, holt euch ein dünneres, dann werdet ihr damit glücklich. Aber dieses Messer kann nicht falsch sein. Für jeden. Es ist einfach für jeden was. Und es ist einfach für mich eins der besten Messer, die es so gibt. Also
Es gibt natürlich andere Messer für andere Einsatzgebiete, wie zum Beispiel Bushcraft, aber grundsätzlich, wenn ich noch ein Messer auf dieser Welt behalten dürfte, wäre es das. Und das waren auch mal wieder die Worte zum Sonntag. Und damit sage ich Tschüss und schaut beim nächsten Mal wieder rein. Und schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr eins habt, beziehungsweise was ihr davon haltet.